Hallo, ich dachte mir, ich mache mal ein Video. Und zwar hatte ich heute was gebastelt und ja, dabei habe ich festgestellt, dass das nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Und zwar habe ich hier so für Teebeutel so ein Teil gebastelt. Er ist jetzt nicht ganz gerade, aber jo, an sich ja ganz cool. Und ich habe diesen Tee, der geht nicht rein. Also ist natürlich schlecht und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt nochmal ein Video. Mir die Maße alle aufgeschrieben und wir machen das jetzt einfach mal zusammen, um auch größere Teebeutel reinzubekommen. So, kurz unterbrechen. Und zwar, was brauchen wir dafür? Das brauchen wir. Ich fange mal hier an. Kleber oder doppelseitiges Klebeband. Das ist natürlich euch ja, das entscheidet ihr. Ich arbeite lieber mit dem Flüssigkleber, weil ich ja noch am Anfang bin und da kann ich noch ein bisschen hin und her. Deswegen tue ich das jetzt einfach mal weg. Aber könnt ihr natürlich durch den Kleber einfach ersetzen. Dann ein Falzbein. Ich brauche noch eine Pinzette, da benutzt jeder was anderes, habe ich gesehen. Ich kenne es aber von der Arbeit her. Eine Schere, ja, nicht die beste, aber jetzt nichts anderes. Dann einen Kreisstanzer. Größe müsst ihr mal. Ja, am besten schaut euch das Video an und dann seht ihr auch, wofür das ist. Dann ein Lineal. Das ist ein Eckenstanzer. Ja, das ist natürlich, da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Ich nehme den hier, der ist schön klein und wendig. Der war mal irgendwo dabei. Dann brauchen wir noch, ich habe mich jetzt für zwei Farben entschieden und zwar, weil es einfach schön zum Papier passt. Denn die sind hier beide drinnen, die Farben. Das ist jetzt ganz normaler Cardstock, der ist ein bisschen fester, weil ich jetzt von den Rest. Und hier einmal ein A4 Cardstock. Das Schöne ist, A4, das bleibt auch, das wird nicht geschnitten, das nehmen wir so, wie es ist. Dann einmal habe ich mich für Sterne entschieden, einfach Designpapier. Muss jetzt nichts Besonderes sein, muss nicht fest sein. Jo, und dann fangen wir mal an. Ich lege das alles mal ein bisschen beiseite. Vor allem das, was wir jetzt eh noch nicht brauchen. Wir müssen ja erstmal zurechtschneiden. Also, wie gesagt, das A4 bleibt. Ich nehme jetzt hier einfach einmal und wir schneiden. Das kleine nehme ich, das ist für den Deckel. Das schneiden wir schon mal. Ich hoffe jetzt, das reicht. Ich habe gar nicht nochmal geguckt. Moment. Und zwar brauchen wir das reicht nicht. Ich brauche ein bisschen Größe. Moment, ich hole mir schnell eins. Das reicht. Das müsste nämlich. Nee, das reicht natürlich auch nicht. Ich nehme einen kompletten Cardstock. Könnt das ja vorher dann raussuchen. Und zwar die Maße schreibe ich euch unten nochmal rein. Und zwar brauchen wir hier 12,1. Mal gucken hier, das ist echt knapp. Ich gehe mal ein Stückchen weiter rüber. Hier 12,1. 1. Den Rest brauchen wir nicht mehr. 12,1 mal 11,3.
das auch weg. Und das benötigen wir. So, Schneidebrett kann. Ja gut, dieselbe Papier noch. Das können wir eigentlich gleich schneiden. Können wir das nämlich wegräumen. Und zwar brauchen wir, also Maser stehen alle nochmal unten. Ja, 14,3. Das brauchen wir mal 14,3 × 6 cm. Eins, zweimal 14,3 × 7. Zweimal. So, dann brauchen wir noch einmal 6 cm. Als erst das weg. Und dann von der Länge kürzen wir von den 14,3 auf 13 cm. So. Und ein kleines brauchen wir noch für den Deckel. Und das wird 7,3. Mal 6,6. Also bitte nicht wundern, ich mache das zum ersten Mal. Daher habt Eppa. So, also das ist das jetzt, was wir brauchen. Der Rest an Papier kommt schon weg. Also haben wir jetzt einmal diese Teile hier. Und diese zwei Teile Cardstock. So. Dann geht es jetzt zum Falten. Zum Falzen natürlich. Ich habe jetzt hier so ein Brett hier. Und da machen wir erst hier den. Das geht eigentlich ganz einfach. Und zwar falzen wir komplett einmal. Ich habe nicht extra so ein Schneidebrett, wo ich immer perfekt jedes Maß machen kann. Deswegen habe ich das ein bisschen abgeändert. Und da kann ich hier nämlich schön bei 2,2. Ich zeige euch das mal hier. Also ich kann jetzt hier nicht überall falzen. Ich habe halt nicht jede Falz. Und daher bei 2,2 kann ich schön falzen. Einmal drumherum. Jetzt bin ich abgerutscht. Natürlich ein bisschen eigenartig hier mit der Kamera. So, das war schon das Falzen davon. Hier ein bisschen abgerutscht, aber das macht da nichts. So, dann nehmen wir uns das hier. Jetzt wird es ein kleines bisschen komplizierter. Ihr seht, ich habe hier nur bis 17. Kann man aber auch hinbekommen. Und zwar gehen wir auf 7,5. Machen wir das erste. Sieht man hier, habe ich nicht direkt 1. Ist aber kein Problem. Ich gucke, wo es ist. Es ist 1 mm drüber und ich gehe einfach hier vorne 1 mm weiter. Nehmen die 7,6. So, dann mache ich das einmal zurück. Dann brauchen wir. Moment, ich habe hier meine Liste etwas komisch hingelegt.
Also 7,5. Dann brauchen wir 6,5. Ihr zählt einfach weiter. 2, 3, 4, 5, 6,5. Das haut wieder hin bei der 14. So. Dann muss ich jetzt rumdrehen, weil bei mir ist hier Schluss. Ich hoffe, ihr könnt die Falz sehen. Ich habe jetzt ein bisschen ungünstiges Papier genommen. Und zwar ist hier die zweite Falz. Ja. So sieht man es schön. Die ist bei... Naja, nicht ganz 16. Gehe ich jetzt einfach... die Falz schiebe ich genau auf die 16. Und so. Jetzt hatten wir hier die 6,5. Das heißt, wir brauchen hier wieder die 7,5. Ist jetzt wieder nicht ganz. Das heißt, also in die Richtung. Das heißt, ich brauche ein kleines Stückchen mehr. Ich schiebe mein Papier einen Millimeter rüber und habe den Punkt verloren. Müsste jetzt hier sein. So. Dann haben wir wieder 7,5, 6,5, 7,5 und jetzt wieder 6,5. Moment. Das ist jetzt hier. Auch hier stimmt das wieder nicht ganz. Das heißt, wir müssen ein kleines Stück rüber. Ich guck auch dann hier nochmal bei der letzten Falz. Und ziehe die hier lang. Ich schreibe die normalen Falzlinien nochmal rein. Ist jetzt hier ein bisschen komplizierter, aber naja. So, dann drehen wir das Blatt einmal. Hier ist jetzt diese dünne. Ja, die haben wir, das ist einfach ein Rest. Dann drehen wir einmal auf diese Seite, dass die schmale nach unten zeigt. Und jetzt falzen wir einfach einmal 6,5. Das muss jetzt nicht ganz genau sein. Wenn ihr es genau haben wollt, einfach verschieben. Und ich gehe noch auf 7,5. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe echt den falschen Cardstock dafür genommen. Kann es echt schlecht erkennen. Aber so sollte es gehen. So, das Falzbrett kann weg. Jetzt müssen wir schneiden. Und wenn das erledigt ist, ist das Schwierigste auch vorbei. So, hier fangen wir an. Das geht eigentlich ganz einfach. Ihr, ja, die Länge, also die Seite, die ihr möchtet. Es wäre ratsam, die längere Seite zu nehmen. Und da schneidet ihr jetzt einfach einmal lang. Ich schneide jetzt immer ein kleines Stückchen weiter drüben. Also inneren. Wirklich nur ganz wenig. Also vielleicht einen Millimeter. Das machen wir jetzt auf der gegenüberliegenden. Also hier. Und hier haben wir das jetzt gemacht. Dann auf der gegenüberliegenden gibt es einfach einen Deckel. So, und da das die, also da wir das hier, die Laschen zum Zusammenkleben sind, schneiden wir uns die noch an. Geht hier auch rein, oh, rein ums Grundgerüst, also vom Design her. Im Normalfall seid ihr Bastler und habt auch Ideen.
Ich habe jetzt hier ja sowieso ein sehr unruhiges Muster. Daher kann ich da jetzt eh nicht so viel machen. So, dann nehmt ihr euch euer Falzbrett und geht da einmal nach. Bei denen hier, bei den Seiten nur die Mitte. Die äußeren bleiben stehen. Und die faltet ihr einfach locker einmal zusammen, das reicht. Mehr muss da nicht gemacht werden. Ist hier total unnötig, weil dann könnt ihr nachher besser kleben. So, das ist dann einfach der Deck. Total easy. Und jetzt kommen wir dazu. Das ist ein kleines bisschen komplizierter. Und zwar habt ihr jetzt die schmale Seite nach rechts und die gefalzte Seite nach unten. Jetzt macht ihr euch als erstes mal an der zweiten, könnt ihr euch direkt die Lasche machen. Und dann hier auch. Das hier brauchen wir gar nicht. Das kann einmal ab. So, dann schneidet ihr hier an der ersten rein. Am besten knickt ihr euch das schon mal um. Das muss jetzt nicht besonders gut sein. Und schneidet euch dieses kleine Teilchen hier weg. Also bitte nicht drauf gucken, ich kann nicht so gerade schneiden. So, und dann schneidet ihr euch an diesen Falzlinien noch ein zu der Kante. Ihr könnt auch, wenn ihr die obere macht hier, diese, das ist ja die 6,5, das ist die 7,5, das reicht auch, wenn ihr die bis hier zieht. Das reicht, ihr müsst die nicht komplett durchziehen. Sieht es jetzt erstmal aus. Jetzt müssen wir noch an eurer Lasche hier schneidet ihr euch auch so ein bisschen schräg. Lasst am besten hier ruhig so ein Eckchen gerade. Ist jetzt nicht ganz so genau. Dann könnt ihr ruhig einfach drauf los. Ja, ein bisschen ordentlich schon, ne? Die einmal abschrägen, dann habt ihr die mittlere Lasche, die schrägt ihr euch auch einmal an. Und die letzte Lasche, die kürzt ihr euch ein bisschen. Das muss nicht schön sein. So, dann sieht das Ganze so aus. Die Reste können weg. So, und jetzt einmal falten, falzen und falten natürlich. Einmal alle Kanten
Also nicht alle Kanten. Achtet drauf. Ich sage auch nochmal dazu gleich welche. So. Erstmal hier die großen. So, dann, ich drehe es mal da um, die haben wir uns ja schon mal, kann man jetzt noch mal kurz angehen. So, und dann bis zur unteren Falz einmal. Und das jetzt mit allen dreien. Das war eigentlich auch schon das Schwierigste. Jetzt nehmen wir das Teil einmal und kleben erstmal das ganze Papier drauf. So, wir haben jetzt ein kürzeres, das kommt hier drauf. Könnt ihr auch einmal gucken, ob ihr richtig gemessen habt. Jetzt einmal die breiteren, die schmaleren. So, und so kommt das da jetzt einmal drauf. Ich mache das jetzt mal. Auch mal ins Bild, ne? Wie gesagt, ich mache das zum ersten Mal mit dem Video jetzt hier beim Basteln. So, etwa mittig. Ihr könnt euch beim nächsten jetzt so ein bisschen danach richten. Also man sieht auch, ich habe die ein bisschen größer gemacht, Hilly. Ihr könnt die natürlich auch, dass ihr hier mehr Abstand habt, einfach 2 Millimeterchen weniger beim Maß. Und jetzt sieht man, warum auch das mit dem Kleber, da kann man mich doch mal ein bisschen hin und her und drücken. So. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich sehe das natürlich jetzt nicht so schön von oben. So, dann machen wir das einmal. Es kann kurz antrocknen. Dann nehmen wir uns unser Deckelchen. Das hatten wir ja auch schon fertig. Mit den Falten nach unten. Nehmen unser Papier. Ich entgrade es einmal. Das geht nämlich hier wunderbar schnell. Und ich finde, für den Deckel sieht das einfach abschließender aus. Also ich finde es schöner. So, den klebt man noch drauf. Kann man natürlich auch in der gleichen Farbe machen. Ich hatte jetzt den Rest, es passte farblich und wollte jetzt nicht nochmal extra Papier anfangen, ein A4-Block. So, achtet hier, dass ihr die lange Seite auch auf die lange Seite legt. So. Einmal schön andrücken. Ich hoffe, das passt nachher. So, das lassen wir auch kurz trocknen. So, dann fangen wir hier einfach mal an. Sollte alles fest sein. Ja, ich würde jetzt einmal. Nein,
Eins fehlt noch, und zwar, das habe ich nämlich beim Probeteilchen auch vergessen, nehme ich mir meinen Kreisstanzer. Könnt natürlich auch einen anderen nehmen, einen kleineren, größeren, wie ihr das gerne möchtet. Und der passt nämlich hier wunderbar rein. Und gucke, dass das hier, das passt nämlich hier links und rechts wunderbar. Und stanze mir das einmal rein. Das wird sehen kann weg. Das war es auch schon mit dem Handstanzer. Also ihr könnt das auch weglassen. So, und dann könnt ihr nämlich nachher hier schön reingreifen. So, das Ganze wird dann einfach so zusammengebaut. Und dafür starten wir hiermit. Einfach das rein, dann das rum. Das kommt so. Und dann könnt ihr nämlich einen schönen Abschluss zu haben, das nach innen klappen. Total einfach. Ich mache das jetzt auch in einem alles. Da das nach innen kommt, kommt hier die und der Kleber hin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe nämlich auch echt schlechtes Licht und sehe ich selbst kaum was. So, das heißt dann hier. Wenn ihr das nämlich gleich macht, es wird einfach genauer. Und dann einmal, also die zwei haben wir jetzt mit Kleber und den hier, weil der wisst ihr dann abschließend. Damit wird zugeklappt. Das könnt ihr euch auch nochmal leuchtet hier entgraden, die Kanten. Also die und die. Und jetzt nehmt ihr einfach das so, einmal so, einmal so, einmal so und das zusammen. So. Könnt ihr das noch ein bisschen schieben und drehen, wenn hier was übersteht. Einfach Schere schnell abgeschnibbelt. Und das ist dann halt echt unten drunter, ne? Oh, Moment. Okay, das war jetzt nicht schön. Aber die Kamera zu schulden. Naja. So, und wie gesagt, dann drückt ihr das einmal schön zusammen alles. Hier schon mal gucken, ob es passt. So einigermaßen. Das ist jetzt ein kleines bisschen krumm. Wie gesagt, das ist, so, ist mein erstes einfach Schluss. Hab aber jetzt nicht weiter gemacht mit Absicht. Also klebt das drauf und ich nehme dann immer gerne noch mal die Halsbein, Rückseite und gehe hier einmal so durch. Das verteilt den Kleber schön und ja. So, jetzt müssen wir nur noch das da dran machen. Ich hatte eben den kleinen, das kleine Missgeschick hier und habe das so blöd weggeschnitten. Sieht man das hier? Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Haltet es am besten vorher dran, probiert es. Und wenn es übersteht, schneidet es gleich weg. So. Jetzt kommt das hier noch dran. Hier schön Zeit und achtet darauf, dass die Kante stimmt, sonst ärgert ihr euch hinterher. So, nächste Unterbrechung, also drauf, dass die Kante schön passt. So, lassen wir kurz trocknen. Hier auch am besten noch mal mit dem Falzbein, da kann man schön hier reingehen.
eventuell mal gucken, ob ein bisschen Kleber rausgequollen ist. Hier ist jetzt nichts. Dann kleben wir den noch zusammen. Die machen wir ein bisschen nach hinten. Das mache ich ein bisschen so. Die haben wir ja nicht so sehr geknickt. Daher macht es uns das jetzt einfacher. So. Da drückt sie ruhig nochmal vorher zusammen. Aber nicht mit dem Falzbein. Das ist nicht nötig. So. Und auch hier. Kleber drauf. Beziehungsweise wenn ihr lieber mit Band arbeitet, nehmt das. Jetzt guckt ihr, dass eure Kante hier stimmt. Die Kante muss stimmen. Drückt ihr das fest. So, die andere Seite auch. Wichtig ist, dass ihr nicht nach der Kante guckt, weil das habt ihr euch ja extra ein bisschen geschnitten. So. Ihr könnt auch, wenn ihr so kleine Klammern oder sowas habt, könnt ihr das auch nehmen und kurz festmachen. Oder ihr müsst halt einmal ein kleines bisschen vorsichtig sein, dass ihr euch die andere Seite nicht abreißt wieder. So. Hier genau das gleiche. Besser ihr hier arbeitet, umso schöner wird es natürlich. Auch hier immer, ich habe das Licht ein bisschen nicht so praktisch, ne? So, da nehme ich mal schön drüber geht. Kleber nicht vergessen zu machen. So, Lineal benötigt ihr eventuell, wenn ihr hier die noch machen wollt, also einfach messen, ein paar Millimeterchen, also ihr seht das ja, ne? Habe ich auch nicht ganz so schön geklebt, sehr an der Kante, aber naja, es kommt in den eigenen Schrank daher. So, mal gucken, ob es auch passt. Passt, wunderbar. Könnt jetzt noch weiter dekorieren, anderes Papier nehmen und alles Mögliche und um zu zeigen, dass es reinpasst. Also, ist natürlich hier ein bisschen so. Tut sie auch einzeln rein. Deckel zu. Und ihr könnt hier schön rausnehmen. Und ja, das war es eigentlich schon. Und wie gesagt, die hier Maße findet ihr noch mal unten in der Infobox und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Lasst doch gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben oder so, ist ja kostenlos und ja, dann freue ich mich aufs nächste Video. Tschüssi!